Ein beißender Rauch steigt über den brennenden Gebäuden auf, die du zerstört hast. Und der Himmel färbt sich so schwarz, als ob es Nacht wäre. Dann steigt Deathwing herab, erschöpft von seiner langen Reise von Grimbatol und mit schlechten Nachrichten von seinen Brüdern aus Blackrock Spire. Die Allianz hat Heerscharen von Kriegern zum Schwarzen Morast geschickt. Und die Streitkräfte der Warsong und Shattered Hand Clans am dunklen Portal in einen Kampf verwickelt. Du musst die Truppen von Shadow Moon zusammenziehen, um die Belagerung zu durchbrechen und die zuvor erkämpften magischen Gegenstände sicher nach Draenor zurückzubringen. Erst dann kann Ner'zhul sein Vorhaben verwirklichen, weitere Portale zu neuen Welten zu öffnen. Bist du siegreich, wirst du riesige Armeen zur Eroberung unbekannter Welten führen. Solltest du verlieren, ist das dein Ende. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zum großen Finale der Ork-Kampagne. Wir haben hier einige Einheiten am Start. Ich muss gestehen, ich habe es gerade schon mal versucht. Hab nach einer knappen Viertelstunde festgestellt, dass mein Angriffsmuster so überhaupt nicht funktioniert hat. Ich war nämlich schlicht und ergreifend viel zu langsam. Deswegen versuchen wir es jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar ein bisschen aggressiver. Also ich werde gucken, dass ich die ersten zwei, drei Türmchen schon weghaue, bevor ich hier irgendwie reinmosche. Und ja, wir warten erstmal, bis das erste Türmchen hier weg ist. So, und ihr haut jetzt mal schnell ab. Denn da kommt die Gegenwehr. Und der dürft ihr jetzt mal schnell eine reinhauen. So, jetzt dem nächsten bitte. Immer schön Focus Fire. Jetzt dem eine reinhauen. Na, jetzt schnell dem eine reinhauen und vor allem schnell aus der Reichweite des Turms weg. So, dann machen wir den platt. Und ich werde, wie gesagt, ein bisschen aggressiver vorgehen, denn ich werde Deathwing direkt schon mal losdüsen lassen. So, du darfst nämlich direkt einmal hier hinten moschen. Keine Sorge, ich weiß, deswegen brauche ich später auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, wie viel der Gute aushalten kann. Denn da 10 Panzerungen, was abartig viel ist. Einmal schnell weg, bitte. So, schnell weiter. So, du hast jetzt zwar nicht mehr den Buff, aber du hast hier einiges zu tun. So, ihr macht hier weiter. Zusammen mit der Scooby Gang. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass die Bauern wieder hier hinkommen und reparieren. Yep, da kommen sie. So, Scooby Gang, einmal zur Tat schreiten. Okay. Ja, genau, einmal allen in den Weg stellen, das ist super. So, und jetzt hauen wir ihm wahrscheinlich eine rein. Und ihm hier noch. So, weiter geht's. Nächstes Türmchen. Und dann muss ich auch mal vorpreschen mit meiner Armee, denn vorhin kam schon nach nicht allzu langer Zeit der lilane Antagonist dazu.
und meinte, hier rummoschen zu müssen. Ich warte. Was ich natürlich gar nicht gutheißen konnte. Darum muss ich jetzt hier definitiv ein bisschen schneller vorrücken. Und sobald dieses Türmchen da weg ist, muss ja eben kurz gucken, ob ich hier an das Türmchen rankomme, weil dann würde ich meine Truppen auch vorrücken lassen. Nee, komme ich nicht. Okay, dann lasse ich die hier durchhuschen. In Ordnung. In Ordnung. Sehr schön. Sie greifen uns an. Macht ihr mal bitte das Türmchen da. Okay. Ja, Meister. Sie greifen uns an. Du bist aber okay. Okay. Also jetzt kommt ihr mal schnell vor und macht das Türmchen da platt. Dann kommt ihr mal mit runter, sammelt euch. Ihr kommt natürlich auch alle mit runter. Sammelt euch, ihr genauso. Und damit ihr mir nicht abgeschlachtet werdet, kommt bitte auch direkt mit. So. So, jetzt einmal bitte schnell dahin schießen. Alles klar. In Ordnung. Du bist dabei. So, deswegen einmal bitte zurück, Buffs abholen und dann weiter moschen, und zwar richtig. Nicht mehr so halbärschig, wie du das bisher machst, mein Lieber. Ja, Meister. So, dann haut den mal schnell hier eine rein. Sehr schön, den nächsten bitte eine reinhauen. So, dann ihr bitte einmal mit vorrücken und ihr nicht zu weit vorrücken. Das war mies. Okay. Ja. Sofort, mein Meister. So, Deathwing. Jetzt gib's ihn dreckig. Ja. Sicher. Wobei, gib's ihm hier dreckig. So, dann sind nämlich schon direkt ein Ritter und er down. Okay. Ja. Jetzt einmal bitte auf ihn schießen. Dankeschön. Mein Gott. So, deswegen kümmere dich mal bitte hier hinten rum. Ah, Mann, jetzt geht doch auf deswegen. Alter! So, Moment, ich muss ja meine restlichen Truppen hier mobilisieren. Das geht ja so mal gar nicht. So, hier meine Todesritter. Einmal nachrücken. Oh shit, da kommt Lila und er geht auf meine Peons. Scheiße! Sie greifen uns an!
Alter, ist das mies. Ja, Meister. Bloß schnell die Peons schützen. Und du bitte nicht wahllos angreifen. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch Weiß dazu. So, einmal schnell hier die Herren wegmanteln. Scheiße, rettet die Peons! Gott, ist das mies, ey. Es ist so unfassbar mies, was hier gerade passiert. Also, einmal bitte alle mitkommen. Und einmal die Peons bitte alle mitkommen. So, bitte jetzt mal hier. Ah, wobei, mosch mal lieber da oben alles platt. So, huiuiuiui, das war ja ein mieser Start. Aber immer noch besser als der, den ich gerade hatte, wo ich die Aufnahme, die ihr nicht gesehen habt. So, dann fange ich schon mal schnellstens an, meine Basis hier aufzubauen, wenn ihr Herren einmal bitte beiseite treten würdet. Ihr genauso. Nein, Alter, ich bin gerade irgendwie zu doof zum Klicken. So, da das Haupthaus einmal hin. Dann baut ihr schon mal hier ganz viele, 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 viele Farmen. Weil ich hier erstmal so viele Truppen habe, wobei vielleicht auch ein Sägewerk hier hinten. Und weitere Farmen. Also, ich versuch mal was. Ich werde nämlich Deathwing noch ein bisschen weiter moschen lassen, aber einen anderen Gegner. Denn oben lauert Lila auf uns und der wird später mit ganz vielen Magiern um die Ecke kommen. Und weil ich darauf keinen Bock habe, lass ich mal Deathwing Hallo sagen. Ja, ich sollte nicht mitten in der Walachei bauen, wenn ich das nicht verteidigen kann. Aber komm, ey, deswegen jetzt. Na, nicht übertreiben, okay. Mal piesel dich mal, das ist nämlich gerade ein bisschen viel Feuer, was du abkriegst. Na toll, jetzt ist gerade natürlich im falschen Moment Haste und Kampfrausch abgelaufen. Okay, dann muss ich deswegen jetzt erstmal zurückbeordern, dann muss ich gleich so mit meinen Truppen einmal einmarschieren. Genau, ihr könnt hier schon mal schön ein paar weitere Farmen zerstören. Was wird hier die Versorgung? Ach, noch längst nicht. Na dann. So, ich glaube, möglicherweise habe ich ihn jetzt gerade mit der Brotkruste aus dem Urwald gelockt. Er kommt jetzt hier hin zum Hallo sagen. Wo ist er? Wodurch ist er denn jetzt bitte gestorben? Ach, der. Oh, shit, da ist ein Turm, den ich nicht gesehen habe. Oh Gott, ist das dämlich. Alte Scheiße. Bin
ihr bleibt mal schön weg. Und was machst du denn hier vorne, du Affe? Hat das den Grund, dass ihr euch direkt da dran stellen müsst, um die anzugreifen? Was stimmt denn mit euch nicht? Alter, ich bin so... Ich stelle mich echt an wie der erste Mensch hier. Das ist unglaublich. Das ist, zu viel Micromanagement hier, was ich mir hier selber aufbürde mit diesem Spiel und mit dieser Mission. Hätte ich die Gruppen, wäre alles so viel einfacher, aber das gibt's leider nur in der Battle.net-Edition und die habe ich ja leider nicht. So, das Katapult auf einmal da hoch. Beziehungsweise die Katapulte dürfen einmal da hoch. Na, kommt uns da jetzt noch was entgegen oder hat er sein Pulver schon verschossen? Na, da hat er noch ein bisschen was stehen. So, oh, sogar noch ein Ballista. Das ist natürlich gar nicht schön. So, dann flieg doch mal bitte hier links rein. Und deck mal da eben alles auf. So, mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich muss erstmal gucken, dass meine Verteidigung steht. Dann werde ich gucken, dass ich zeitnah den lilanen Antagonisten angreife. Oh, shit. Da kommt okay. Griffy McGriff aus dem Hause Gryffindor. Ah, da kommt direkt, ja, kommt direkt ein Zweiter, ist klar, mein Lieber. Und ein Dritter, genau. Deswegen wärst du einmal so nett und würdest die alle umbringen. Oh, jetzt kommt der da schon wieder, der Penner. Na, wobei, schieß mal auf ihn. Oh, super, das war natürlich genau der Winkel, den ich nicht haben wollte. Ach scheiße, der hat sogar schon Paladin in der Mistsack. Oh Mann, ey, das wird doch so überhaupt nichts. Gott, ich wirke gerade leicht überfordert, was damit zusammenhängen könnte, dass ich ein bisschen überfordert bin. Aber hey, jetzt sehen wir es positiv, wir haben jetzt so viele Truppen verloren, dass wir ganz viel Nahrung sparen. Und dadurch dann auch schnell neue Sachen bauen können. So einheitenmäßig. So, wo ist denn der Durchgang, wo er durchkommt? Hier unten. Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt hier erstmal eine kleine Turmreihe. Und dann sollte meine Verteidigung ja hoffentlich mal, sobald diese besagte Reihe dann auch fertig ist, erst einmal stehen. Bin dabei. Allerdings habe ich kaum noch Truppen, um eine Offensive zu starten. Scheiße, das heißt, ich muss mich jetzt erstmal auf den Basisbau konzentrieren. So, wir brauchen auch dringend eine Kaserne, dass wir hier upgraden können. Da spare ich dann erstmal drauf. Ich muss auch immer noch die Truppen hier oben fertig machen, ne? Das bleibt leider nicht aus. So, und du geh mal hier hin und bau mal die Kaserne, bitte. Ach, shit, nein, Moment, erst die Kaserne bauen. Ach Gott, ich bin... Stimme ich hier echt an wie der erste Mensch gerade. Es tut mir wirklich leid. Aber was soll ich sagen? Ich bin ein Idiot. So, da oben, das ist schon mal weg. Dann machen wir hier schon mal zumindest ein Türmchen hin.
Ach, guck an, wer da schon wieder zum Spielen kommt. Sehr gut. So, Hauptsache, das Türmchen schmatzt jetzt hier nicht ab. So, ihr haltet mal schön die Position und die Klappe. So, mehr Peons. Ich brauche nämlich auch jede Menge Holz. Was ich gerade irgendwie schmerzlichst vernachlässigt habe. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, das zu vernachlässigen. Oh, da sehe ich gerade eine Gelegenheit. Schnell wieder ein paar Skelette. Komm schon. Fertig zur Arbeit. Ich warte sicher. Ich warte sicher. So, und da fliegen ihm die Äxte um die Ohren. Sehr schön. So muss das. Super, der nächste Paladin, der ihm den Popo vergolden will. Dann drücke ich euch doch mal schnell einen Todesmantel rein, euch beiden. Und du verpieselst dich dann mal schnell. So, Moment, einmal schnell hoch. Du kommst einmal bitte dazu. Aber gerne. Natürlich, Meister. Hallo, Tote erwecken? Hast du Bock? So, geht doch. So, du reparierst jetzt mal bitte. Jetzt muss ich erstmal einiges an Truppen ausheben. Was? Achso, der Zeppelin, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Oh, jetzt kriegt er auch noch bald Paladine. Shitte. Und da oben sehe ich schon einen Angriff, der mir entgegenkommt. Das kann ich ja mal gar nicht gut heißen. Ach Gott. Ich muss sagen, ich stelle mich hier ziemlich grottig an, obwohl ich auf so einem langsamen Tempo spiele. Ach, jetzt kommt der Sack noch hier. Oh, ey, ich krieg die Krise. Bin dabei. Nein, bitte nicht meinen Helden kaputt machen. Bitte nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich stelle mich so kacke an. Nein! Alter, es läuft einfach so unendlich mies gerade. Mit den Paladinen, die sich ständig den Popo vergolden. Allem, was da oben so die ganze Zeit angreift, so da oben, da muss ich mir Deathwing drum kümmern. Und hier unten brauche ich definitiv mehr Türme und ich brauche sie definitiv schneller. Aber bei euch brauche ich ja jetzt nicht mehr hier. Das kriegen jetzt alles meine paar Manneken hin. Aber hier hinten, das sieht ja auch nicht gerade rosig aus. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin einfach nur überfordert, merke ich gerade. So, ich muss erstmal ein paar Axtwerfer nachbauen. Ich wollte zwar eigentlich alles an Material sparen für Upgrades, aber daraus wird nichts.
Du reparierst erstmal die Türmchen hier. Fertig zur Arbeit. Du kommst da runter und platzierst hier neue Türmchen. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir zeitnah da oben das platt machen. Um Gottes Willen, ey. Ich habe jetzt schon einen Puls. So, warte mal. Ich speichere mal eben ab. 25 Minuten und ich habe noch nichts erreicht, außer viele Einheiten zu verlieren. Das ist natürlich alles andere als gut. Komm, hol doch mal hier das Skelett, bitte. Also, das Türmchen ist repariert. Und schon ist mir das Holz wieder ausgegangen. Das ist doch zum Kotzen. Das heißt, ich brauche definitiv noch viel mehr Holzfäller. So, dann haut doch mal hier dem Gebäude noch die Grütze aus dem Schädel. Eieieiei, das ist so mies hier gerade alles. Ohne Witz, ich merke einfach, wie scheiße das ist, wenn man seine Einheiten nicht gruppieren kann. Ich will jetzt nicht alles darauf schieben, nicht falsch verstehen, aber ganz ehrlich, das ist einfach total mies, weil Micromanagement ist damit komplett hinüber. Also allgemein mit Micromanagement ist da nicht viel und bei mir als Micromanagement-Graupe ist da insbesondere nicht mehr viel. Du gehst... Nein, du bleibst ja hier. Darfst du mich jetzt gleich direkt wieder ein bisschen was reparieren? Bin dabei! So, du musst dich einmal retten. So, und jetzt hauen wir ihm einmal eine rein. Ach, wäre das schön, wenn ich hier ein paar mehr Türmchen hätte. So, und jetzt dürft ihr eure Position gerne halten. So, neuer Axtwerfer. Erst mal das irgendwas an Verteidigung aufbauen, so. Weißt du was, du brauchst hier nicht da ein halbes Jahr lang rumstehen. Und, obwohl, nee, doch, musst du auch gar nicht. Du kannst jetzt direkt was bauen. Also, und du brauchst da auch nicht rumstehen, geh mal in die Goldmine. Fertig zur Arbeit. Ach Gott, da kommt wieder der andere Penner. Notiz an mich, Türme, und zwar hier oben hin. So, Deathwing, und du verpieselst dich. Du bist nämlich viel zu sehr angeschlagen dafür. So, und du wirst nicht die Farm kaputt machen, mein Lieber. So. Erledigt. Wer hat was erledigt? Achso, du da unten. Sehr gut. So, muss ich auch mal gucken, dass ich zeitnah meinen Hochburg-Upgrade hinbekomme. Wobei, du gehst erstmal hier oben hin und baust da noch ein bisschen Defense auf. Wie viel Gold haben wir noch von 93.000? Das ist noch jede Menge, aber ich muss ja auch noch sehr viel schaffen hier. Und wenn ich mir das angucke, dann kriege ich schon direkt die Krise. Wobei, ich denke, mit einem Todesritter, mit einem gezielten, hier sofortiger Tod, könnte da einiges reißen. Aber das ist später ein Problem. Wir müssen jetzt erstmal unsere Verteidigung aufbauen. Und dann gucken, dass wir endlich mal ein bisschen vorwärts kommen. Fertig zur Arbeit. Jawohl. So, genug repariert. Da auch gegen etwaige Greifenangriffe. In Ordnung. Oh Mann. Der hat aber gar nicht mehr so furchtbar viel Gold.
Ich reg mich noch ein bisschen darüber auf, dass ich mir deswegen versucht habe, hier oben anzugreifen, denn das hat den Guten leider sehr viel Lebenspunkte gekostet. Der hat nur noch 111, das ist fast nichts mehr. So, du kannst dich gerne an dem Gebäude da mal ein bisschen abreagieren. Wie viele Holzfäller haben wir jetzt? 5, das ist noch zu wenig. Ich brauche noch definitiv einen 6. Damit wir auch möglichst schnell mal unser Upgrade erledigt hinbekommen. Wer hat was? Wo erledigt? Ach, du da oben. Erledigt. Direkt noch ein 2. Turm. Ja, ich weiß, ich gebe gerade schon wieder Holz aus ohne Ende. Okay, der eine Turm, der muss einfach erstmal als Vorstopper reichen, bis meine Truppen dann da sind. So, du kannst schon mal hier. Wie viel habe ich jetzt eigentlich in der Goldmine? 1, 2, 3, 4. Einer ist noch drin, 5 mindestens. Gut, das ist okay. Noch nicht optimal, aber ganz okay. Oh, da kommt er wieder. Dafür meine ich, sollte da, glaube ich, noch ein bisschen was hinstellen. Erstmal bitte dem Stein eine reinhauen. Und dann dem nächsten eine reinhauen. Arschkatze. Zack, ins Gesicht. So, jetzt haben wir gleich endlich genug Holz, sobald die hier mal fertig sind. Ja, super. Okay, da jetzt gerade hier so ein großer Großangriff kommt, werde ich doch mal erst das Türmchen hier upgraden. Damit wir da ein bisschen besser gefeilt sind. Oh, ja, das sollte ich auch wirklich unbedingt machen. Und da kommt schon Grave Nummer 3. Ja, du mieser Drecksack. Das war so klar, dass du mir jetzt den Peon zerschießt. Und warum schießt du nicht weiter auf den, du Arsch? Deathwing, du musst einmal bitte eingreifen. Das war mir ein bisschen zu knapp, offen gesagt. Aber gut, it could be, it could. So, jetzt haben wir auch endlich, habe ich endlich die Konzentration gefunden, dass ich auch mal darüber nachdenke, hier ein paar Upgrades zu machen. Und wenn du da rauskommst, wirst du aufhören, Bäume zu schlagen und wirst hier noch ein paar Türme aufstellen. Ach, oder mach du das doch einfach. Beziehungsweise repariere erstmal dieses Türmchen. Jetzt kommt der Sack noch mit einem Magier um die Ecke, ich glaube es ja wohl. Ja, hallo. Und so, bufft einmal unsere Drachen. Damit er dem Magier mit entsprechender Freude entgegentreten kann. Oh, ey, ich wollte schon sagen, bleib doch stehen, du Arsch. Sie greifen uns an! Na komm, bevor du jetzt hier aufs Maul kriegst. So, einmal bitte ein weiteres Türmchen da hinten. Ah ne, da oben ist ein, Wachturm, das lässt du schön bleiben, mein Großer. Du reparierst hier einmal bitte. Da bewegt sich viel. Oh Gott, da kommen sie. Okay. Wo kommen sie diesmal lang? Wahrscheinlich wieder hier hinten. Wo ist denn das Türmchen? Ach, Mist, der Magier. Verdammt, der hat mir den Turm zersemmelt. Okay. Captain Aufmerksamkeit hat es natürlich wieder viel zu spät gemerkt.
was willst du? Wir sind unterwegs. So, dann haut immer schleunigst eine rein. Er hat nämlich auch schon Paladine Stufe 5, wie wir sehen. Okay. Na ja, toll, jawoll. Da okay. Die Wichser kommen jetzt auch noch von hinten an. Ich glaube es ja wohl. Oh, diese gottverdammten Dreckschweine. Boah, ist das mies. Alter, das ist so mies. So, Moment. Ich muss mich gerade mal wieder sammeln. So, wir haben jetzt mehr als genug Holzfäller hier hinten stehen. Deswegen darfst du jetzt hier eine Schmiede hinbauen. Und hier darf gleich mal einer hinkommen und eben dieses Türmchen reparieren. Oh Gott, ey, ich bin jetzt schon nass geschwitzt, ihr Lieben. Oh nein, das lässt du bleiben, Freundchen. Wobei, wahrscheinlich kommt er schnell genug ran. Ja, genau. Mit einem gezielten Schuss natürlich direkt den Peon und den Turm zersimmelt. Dankeschön dafür, du Arsch. Ja, wobei, ich baue den... Ja, doch. Ich baue den direkt hier oben dran. Ich habe zu wenig Gold, deswegen werde ich mal hier einen wieder abkommandieren. Das Gold sollte nämlich ein bisschen schneller fließen. Machen wir schon mal erstmal unsere Berserker-Trolle. Nee, wobei, wisst ihr was? Wir warten noch. Denn wenn die beiden Gebäude hier gleich fertig sind, dann können wir direkt unser Hauptgebäude upgraden. Und dann geht's hoffentlich ein bisschen besser ab. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein Drecksmagier. Erledigt. Ich warte. Ja, erledigt. Sie machen den Start kaputt. So, mein lieber kleiner Peon, repariere dieses Türmchen. Ja, bitte unbedingt in Feindesnähe machen. Hallo, da reparieren. Comprende esse? So, zack, eine Axt im Gesicht und schon ist die Welt wieder im Lot. So, haben wir es jetzt? Nein, noch nicht ganz. Oh, die beiden Türme haben es geschafft. Cool. Komm. Zack, so, Upgrade. Und du darfst jetzt wieder direkt rein in die Mine. Okay, ich brauche auf jeden Fall ein paar Todesritter, dass ich mal hier reinmoschen kann. Weil Lila mit seinen Magiern finde ich nerviger als Blau. Denn den Blauen, den kann man, den Blauen mit seinen Greifen kann man hier ganz gut mit ein paar Türmchen abhalten. Sagte er und hat wieder einen aufs Maul bekommen. Oh Gott. Genau, einmal bitte mithelfen, lieber Troll. So, komm, bring mal das Holz weg. Sie greifen uns an! Was wollen Sie, Mr. Boss? So, und jetzt könnt ihr euch schön auf den hier konzentrieren.
zack, und er ist weg. Oh, und da kommt auch schon Lila. Es nimmt einfach überhaupt kein Ende hier. Und du verpieselst dich mal ganz schnell, mein Lieber. Ganz schnell. Welchen Teil von verpiesel dich mal ganz schnell verstehst du, Arsch, jetzt nicht? Okay. In Ordnung. So, dann bitte dem nächsten eine reinhauen. Und dem letzten eine reinhauen. Dankeschön. Okay, Leute, ich habe jetzt einen einigermaßen sicheren Stand. Lila geht mir am meisten auf den Sack, deswegen werde ich den als erstes Blatt machen, nachdem ich hier die restlichen grünen Truppen platt gemacht habe. Die stehen mir noch ein bisschen im Weg. Aber mich kotzt das so an, dass deswegen leider schon so viel aufs Maul bekommen hat. Ich wollte gerade sagen, wer kommt denn da wieder angerannt? So, da ich hier unten einen sicheren Stand habe. Und jetzt mal wieder alle hoch. Habe ich nicht irgendwo noch einen Arbeiter rumstehen? Da unten, genau. So, erstmal für unsere Ogamagier was. Du reparier hier mal bitte schön. 81.000. Ich sollte mal speichern, denn es ist zwar sehr, sehr holprig, aber es läuft da doch einigermaßen solide. So, wir haben 42 Minuten rum. Ich werde die, also das, bei dem Tempo wird das auf jeden Fall aufgeteilt werden auf zwei Folgen. Das werde ich nicht in einer lassen, weil das wäre ein ewig, ein zig Stunden langer Roman wahrscheinlich. So, jetzt erstmal ein paar Einheiten verbessern. Dass wir da auch mal ein bisschen in die Pötte kommen. Ich glaube, ich habe hier ein paar Bauarbeiter verloren. Und hier habe ich, glaube ich, zu viele abgezogen, weil nur 5. Ich merke gerade, dass das Holz wieder ein bisschen knapper wird. Deswegen sollte ich da vielleicht mal eine Pause machen. Dann, also, was ist eine Pause machen? Also, ne? Ich merke schon, ich rede nur noch Stuss. Ihr wollt mich die Mission hier so fertig macht. Das macht mich so fertig. Mimi. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade echt nur ein bisschen durch mit den Nerven. Dentak hat schon aufs Maul gekommen. Grom ist fast tot. Oh Gott, ist das schlecht. Kein Held, der noch unverwundet ist. Naja. Ich werde gleich erstmal hier so ein Todesgerät hinmachen, um da schon mal seine Defense ein bisschen zu schwächen, aber gleich erst. Wir müssen erstmal gucken, dass wir ein bisschen sowas wie eine Streitmacht aufbauen, bevor wir den Feind hier aufs Markt provozieren. Ach, der sagt schon wieder. Ich möchte Todesschwinge eigentlich nicht dafür verheizen. Bereit, Meister, aber ich nicht. Glorbüg. Also, du baust jetzt mal hier unseren Tempel hin. Wisst ihr was? Wir brauchen Katapulte. Erledigt. In Ordnung. Okay. In Ordnung. Nein. Autsch. Du mieser, kranker Sack. Jetzt habe ich nur noch direkt 2 auf dem Präsentierteller geliefert. Schön. Ganz großes Tennis. So, dann geh du mal in die Goldmine. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Oh Gott, ey, es tut mir echt leid, wie affig ich mich hier anstelle, aber ich bin gerade ein bisschen nervlich. Am Ende möchte ich nicht sagen, aber es kommt dem ziemlich nah. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich werde auf den Tempel. Ja.
Na, das ist mir da noch zu viel. Ich muss da oben besonnen vorgehen. Was macht ihr denn hier schon wieder? Wen wollt ihr denn da bitte angreifen? Da ist doch überhaupt keiner. Was ist denn euer Scheißproblem immer? Verdammt nochmal. Na komm, dann könnt ihr jetzt auch mal mitmoschen hier. Ach, wahrscheinlich hier hinten, ja. Deswegen stelle ich mal hier hinten ab. Ey, warum wollt ihr immer da hochrennen? Was ist denn bloß euer Scheißproblem? So. Stopp. Meine Fresse, ey. Ich bin echt gerade ein bisschen aggressiv. Weil mich das gerade dezent nervt alles. Also ich glaube, ich brauche erstmal eine zweite Kaserne. Dann brauche ich auch gleich schon wieder einen Hof tatsächlich. Und dann muss ich erstmal anfangen, ihn hier endlich zu plätten. Damit ich mir auch mal um den Rest ein bisschen Gedanken machen kann. So, jetzt erstmal die Berserkerheilung. Ganz wichtig, damit wir nicht noch mehr Truppen verlieren. Ich muss mal gucken, wenn ich die Karte richtig im Hinterkopf habe, müsste hier hinten noch eine Goldmine sein bei uns. Und das könnte dann wiederum recht nett werden. Wie gesagt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Wir werden es gleich mal erkunden. Ja, ihr dürft hier ruhig auch angreifen. Ich überlege gerade, ob ich schon mal... Ach Gott, da kommt er wieder. Da kommt wieder einer und will Hallo sagen. Aber wobei, du bleib mal besser hier hinten in Sicherheit. Ja, ich sag, bleib in Sicherheit und er fliegt da genau rein. Aber er tut ja nur das, was ich ihm gesagt habe. Gott, ich bin echt eine Pfeife. Das ist unglaublich. Wie viel Gold hat er denn noch da oben? 34, okay. Das heißt, er hat nicht unendlich... Ja gut, er hat so oder so nicht unendlich viel, aber... Ihr wisst, was ich damit sagen will. Ja, hau mir ruhig die Türme weg. In Ordnung. Ist mir egal. Mach ich neue Trolle. Oh, scheiße, das ist mir aber nicht egal. Einmal bitte schnell reparieren gehen. Ich brauche hier auch noch ein Türmchen, weil die gehen immer zu weit hier links. Weil die merken, hier stehen zu viele Türme. Ist natürlich jetzt nicht ganz unintelligent von denen, aber trotzdem sehr nervig. So, du bau mal bitte hier oben wieder das Türmchen auf. Damit der Magier-Fuzzi uns nicht immer so auf den Senkel geht damit. Ich erkunde mal eben, ob das hier stimmt mit der zweiten Mine. So. Der Turm ist fast repariert. Und da ist sie auch, die zweite Mine, mit 65.000. Ist nicht viel, aber immerhin. Ist schon mal einiges. Nicht viel, aber einiges. Klingt auch irgendwie geil, ne? So, dem dürfte jetzt gleich hier hoffentlich das Gold ausgehen. Es sei denn, der hat da hinten noch eine weitere Mine. Das wäre natürlich mies. Naja, wir müssen einfach mal schauen, wie wir jetzt damit zu Rande kommen. Weil anderes bleibt uns ja eh nicht groß übrig. Nein, das wirst du nicht tun. Sicher. Ja.
Gott, ey. So ein nerviger Rotz aber auch hier. Ich wollte schon sagen, kommt er jetzt der nächste Magier? Nein, es war nur ein verdammter Paladin, der ihn heilen wollte. Was wollen Sie nun? Ich warte. So. Dich packe ich jetzt einfach mal hier hinten hin, in der Hoffnung, dass du da mal ein bisschen deine Ruhe findest. Was wollen Sie nun? Und wieder fehlen mir Bäume. Und du gehst mal schneller weg. Ich sehe da nämlich schon wieder so einen lilanen Punkt wandern, der mich nerven wird. Weißt du was, du fährst ihm jetzt einfach mal entgegen, in der Hoffnung, dass du schnell genug in seine Reichweite kommst. Und ihn dann einfach direkt mit einem Schuss platt machst. Na, komm. Wo willst du casten? Da. Schieß, schieß. Mach es. Oh, echt jetzt? Der hat den überlebt? Das gibt's doch nicht, verdammt nochmal. Dann schieß bitte nochmal. Dankeschön. Wieder ein Magier down, wieder viel Gold, was er verloren hat. Sehr schön, das freut uns. So, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das upgraden. Ja, natürlich, Meister. Oh Gott, da kommt, jawohl, da kommt wieder eine kleine Angriffsfront. Das dürft ihr dann gleich wie immer erledigen. Befehl, Meister. Du bist der Boss. Du bist der Boss. Wir wissen ja zumindest schon, wo er angreifen wird, von daher. Ich wollte sagen, nicht den Peon hauen. Das gilt als verpönt. So, nein, ihr werdet gar nicht erst in diese Richtung laufen. Und mir irgendwie Deathwing abspenstig machen oder so. Ja, immer mitten in die Fresse rein. So, und da sehe ich hier einiges an Kanonenfutter. Natürlich, Meister. Komm. Die machen unsere Stadt kaputt. Ja, ich weiß. Erstmal noch ein paar Trolle dazu. Alter, ich bin gerade echt ein bisschen durch. So, jetzt macht immer das zu dritt, was einer alleine gerade nicht ganz optimal geschafft hat. Oh, hey. So, brutzel doch mal bitte diese Ballista weg. Und direkt auch dieses Türmchen. Das wäre sehr nett von dir. So, Ballista gleich weg, Türmchen gleich weg. Und ihr verdammt nochmal verpisst euch. Oh Gott, ich muss echt mehr an meinem Micromanagement arbeiten, beziehungsweise mir überhaupt mal welche zulegen. So, komm, der ist fertig repariert, dann einmal den nächsten. Und ihr mal bitte alle mithelfen, denn wir haben ja gerade nur ein Türmchen, wie ihr seht. Und wieder hat es einen Peon zerrissen. Das ist natürlich mehr als ärgerlich. Okay.
Aber bei den Pferden ist nicht so ärgerlich. Komm schon, macht mehr Damage. Oh, das war knapp gerade noch vor seinem nächsten Angriff. Also erinnere mich daran, dass ich das mal verbessern sollte. So, das war jetzt leider auch mit meinem Peon hier hinten. Habe ich nur 400 Goldmine? Das kann ja mal gar nicht sein. Kommt da unten nochmal ein Türmchen hin. Ach Gott. Oh Mann, ihr merkt, echt ganz dickes Sorry. Ich stelle mich hier an wie weiß ich nicht was. So, dann versucht das doch jetzt nochmal, bitte. Fertig zur Arbeit. Oh, perfekt. Haben wir uns ihm ja schön hingestellt. Bitte schießen. Na, oh, hat natürlich nicht gereicht. Welche Überraschung. Erledigt. Ich glaube aber echt, ich könnte das hier mit dem Aushungern hinkriegen. Das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. So, ich glaube, ich sollte auch noch später mir ein paar weitere Drachen einverleiben. Und mehr Holz vor allem. Ich habe ja nur noch 5 Holzfäller und die sind ja meilenweit vom Holz entfernt. Das ist natürlich nur bedingt gut und bedingt heißt gar nicht. Ach ey, ich weiß, es ist nicht schön mit anzusehen, wenn ich mir immer nur diese Aushungertaktik hier fahre. Aber was soll ich sagen, das ist das Einzige, was ich ja scheinbar hier auf die Kette kriege. Wie viel ist hier noch drin? 64,1 und dann haben wir hier noch 65. Okay. Oh, jetzt fängt er auch noch an, hier unten anzugreifen. Das ist ja frech. Haha. Vor seinem nächsten Angriff. Ach, Leute. Ich brauche mehr Ogre. Wie viel habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, da sollte ich mir doch noch einen gönnen. Also 6 sollten es, glaube ich, schon locker sein. Aber hey, der einzige Vorteil, den ich jetzt gerade sehe in dieser Mission, ist, dass meine Ogre und meine Todesritter sofort alle Zaubersprüche parat haben. Das finde ich natürlich wiederum ziemlich geil. Du gehst auch mal mit in die Goldmine. Wollen da nichts anbrennen lassen. So, und bevor ihr da rumsteht und euch einfach nur abfarmen lasst. Wir sind soweit, Meister. Okay. Ja, was ein Timing. Zurück, zurück, zurück. Das Timing ist ja mal wieder grottig von euch. Na gut, bei euch, das, da muss ich mir keine Sorgen machen. Euch habe ich im Griff, aber euch leider nicht wegen der ganzen Magier, die ihr mir immer entgegenschmeißt. Sie machen den Start kaputt. Also nein, ihr werdet nicht zu Deathwing durchmarschieren. Ihr werdet direkt aufs Maul bekommen. Ja, einmal um ihn rumgehen ist natürlich auch schön, um ihm Angst zu machen. Nur leider strategisch für die Anzahl der Schüsse, die du dann ins Gesicht bekommst, nicht so klug, mein lieber Dentark. Also du sollst hier noch einen Horst hinbauen. Ja, der Turm, der ist doch eh hinüber. So, jetzt aber mal bitte los.
Weil, wisst ihr was? Ja. Ja. Meine, die beiden Helden lasse ich mal hier. Stattdessen nehme ich die zwei Oger mit. Nicht, dass ich meine Helden jetzt zu früh verliere. Aber sicher. Ja, genau, das wollte ich gerade eigentlich noch vermeiden, hab's aber natürlich gerade nicht mehr rechtzeitig geschafft. Hau mal drauf. Wir mal gucken, ob ein Turm in Reichweite ist. Nein, aber ein paar Einheiten sind in Reichweite, dann locken wir die doch mal da weg. So, und jetzt hauen wir den eine rein. Und einmal schnell durchrennen. Jetzt machen wir doch mal bitte den Rest platt. Und jetzt mal bitte weg von den Türmen. Denn der gute Korgot Bladefist sieht gar nicht mehr so gesund aus. Was mich daran erinnert, dass ich mal die Rüstung von allem hier noch ein bisschen verstärken sollte. Ach komm, den Rest können meine Cutters machen. Aber ihr verpieselt euch mal bitte ganz schnell. Ups, da sind ja doch noch ein paar Trüppchen. Apropos mal ein paar Trüppchen, ich bräuchte auch mal wieder ein paar Trüppchen. Okay, erledigt. In Ordnung. Okay. So, ihr beide braucht jetzt hier nicht mit ins Kreuzfeuer rennen. Das lassen wir mal schön die Trolle machen. So. Du bist der Boss. Da kommen neue Ogre. Ach Gott, ey, ich stell mich. Oh, das war jetzt ganz klasse. Wir sind soweit, Meister. In Ordnung. Du bist der Boss. Leute, ihr seht gerade einem echten Idioten zu. Sie greifen uns an! In Ordnung. Du bist okay. Moment. Ja, Meister, aber sicher. Wird gemacht. Aber sicher. Okay. Dann haut doch mal bitte den Parler aufs Maul. Ihr wisst doch, Parlers machen keinen Schaden. Ja, was Meister. Habt ihr denn nichts gelernt, Mensch? Ah, super. Dann verzieht euch mal bitte, wenn Captain Mage jetzt meint, uns auf den Sack gehen zu müssen. Okay. Puh, so, neue Katapulte. Kriegen wir alles hin. Ich brauche mehr Holz, auch das kriegen wir hin. Ich könnte jetzt hier gleich auch mein Haupthaus hinbauen. Dass ich mal ein bisschen mal näher an meinem Holz bin. Ach, apropos am Holz sein, ihr könntet auch mal Holz schlagen. Das wäre doch mal eine super Abwechslung, fändet ihr nicht auch? Okay. So, dann hauen wir mal dem nächsten Elfen hier aufs Maul. Wo läufst du eigentlich immer lang, du Affe? Was ist das denn für eine Wegfindung hier, verdammt nochmal? Anstatt in meine Reihenzone läufst du erstmal 3 Stunden um den rum? Ach, guck an, jetzt war ich schon zu nah und hier steht scheinbar noch ein Türmchen. Habe ich eigentlich noch einen Zeppelin? Irgendwo hatte ich doch noch einen, ne? Da ist er, guck mal einer an. Dann deck doch mal bitte auf, was da ist.
So, ihr Lieben, aber ich speichere jetzt mal ab. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Break. Wir müssen gucken, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen in die Pötte kommen. Wir halten uns ja gerade mehr oder weniger nur so über Wasser. Und das kann natürlich nicht sein, ihr Lieben. Deswegen sage ich einmal an der Stelle danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!